Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sven und heute geht es um das Thema Lehrmeister Wirecard. Die Wirecard-Aktie ist ja in jüngster Vergangenheit sehr, sehr stark eingebrochen. Dafür gibt es natürlich hinreichend Gründe. Wichtig dafür oder im Vorab zu diesem Video zu sagen, ich war zu keinem Zeitpunkt in Wirecard investiert und hatte das jetzt auch eigentlich nicht vor. Ich finde es trotzdem sehr, sehr wichtig, über dieses Thema zu sprechen und ich möchte in diesem Video auch keinerlei Bashing oder sonstiges betreiben, sondern das für mich nochmal nüchtern so ein Stück weit aufarbeiten, auch wenn ich dort nicht investiert bin und auch nicht investiert war. Und allen Leuten, die dort investiert waren oder es vielleicht auch sogar noch sind, es tut mir tatsächlich aufrichtig leid, dass ihr dort investiert habt und das kann einfach passieren. Und wenn man sich jetzt überlegt, es gab ja schon vor geraumer Zeit eben von der Financial Times diese News, oh, da könnte irgendwas nicht ganz koscher sein. Und es gab auch zwischendurch immer wieder Gerüchte. Und natürlich denkt man, ja, okay, aber das ist ja ein DAX-Konzern und es gibt eine BaFin und andere ja, Organe, die das ganze Thema kontrollieren. Ja, lass die Financial Times halt mal Financial Times sein. Auf der anderen Seite arbeitet dann natürlich auch jemand, dessen Familie ernährt werden möchte. Und wenn der drei Artikel schreibt, die total für die Grütze sind und wo am Ende nichts dran, ja, dran ist im Prinzip, da kann der auch einpacken. Von daher war es ja schon immer die ganze Zeit so, okay, da könnte irgendwie etwas sein, was natürlich dann auch dauerhaft den Kurs gedrückt hat. Es waren immer viele Shortseller unterwegs. Das sind alles Dinge, die man eben offensichtlich sehen konnte, aber es gab ja trotzdem Gründe, dort zu investieren. Und wenn man den Zahlen eben nach dem, was jetzt passiert ist, eben Glauben schenken darf, sah ja das Wachstum auch gut aus und es war eigentlich eine ziemlich gute Erfolgsstory. Und wenn man das jetzt hätte auch widerlegen können, wenn es da ein einwandfreies Testat gegeben hätte, der Jahresbilanzen, dann wäre aus meiner Perspektive eben auch ein deutlicher Kurssprung kurzfristig drin gewesen und auch langfristig hätte sich der ein oder andere Anleger da bestimmt ja, gutes Geld irgendwie einstecken können, wenn man die Aktie dann irgendwann verkauft hätte. Von daher ist es eben ja, die Frage, ne? Diversifikation ist so ein Stichpunkt diesbezüglich und mir unglaublich wichtig, weil auch da sieht man wieder, wenn ich nur eine große Position im Portfolio habe oder eine Portfolioposition maximal übergewichtet habe mit 30, 40, 50, 60% und dieser Position passiert irgendetwas, dann sieht es natürlich sehr schnell sehr, sehr schlecht aus. Und auch hier Menschen, die jetzt angefangen haben mit Aktien vor kurzem und angefangen haben, Wirecard als eine ihrer ersten Aktien ins Portfolio zu legen, ihr dürft jetzt deswegen nicht aufhören, weiter Aktien zu kaufen, sondern es kann immer irgendetwas passieren, mit dem keiner gerechnet hat. Also es ist nicht schön, aber that's life. Also es ist einfach eben so. Und wenn ich mich jetzt nochmal kritisch mit meinem eigenen Portfolio auseinandersetze, das habe ich euch auch mitgebracht, so die Bestände, da sieht man auch, oh, Microsoft habe ich ja jetzt ein Stück weit übergewichtet mit knapp 10%. Dann habe ich Unilever, Apple, dann ein MSCI World ETF. So, das sind so meine größten Positionen. Und auch da habe ich mir überlegt, ist das vielleicht nicht sogar auch ein Ticken zu groß? Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass bei diesen Positionen hier irgendwie was Ähnliches passiert oder auftreten könnte. Aber ausschließen kannst du das ja niemals. Und deswegen ist Diversifikation einfach so, so wichtig. Und wenn man dann weiter rüber hier schaut in mein Portfolio, fächert sich das ja schon relativ schön auf. Und wenn jetzt, ja, ich sage es jetzt einfach mal so, bei SAP irgendwas total in die Grütze gehen würde und die Aktie würde um 80% einstürzen, dann wären das am Ende immer noch nur 3% meines Portfolios. Und das würde nicht mein komplettes Gesamtportfolio sprengen. Natürlich, sowas ärgert einen immer und sowas ist extrem unschön einfach. Aber es würde mich jetzt nicht irgendwie in den finanziellen Ruin deswegen treiben. Und deshalb ist es eben, wie ich gesagt habe, so wichtig, einfach nicht alle Eier in einen Korb zu legen, sondern eben in verschiedene Körbe. Und das ist einfach so, ja. Und bei Shell war es ja auch so. Also nicht, dass das jetzt miteinander vergleichbar wäre, aber ich habe das für mich jetzt einfach nochmal rekapitulieren lassen. Und Shell hat ja auch Ewigkeiten Dividende gezahlt und es war ja mehr als offensichtlich, dass der Ölpreis ja sehr stark im Keller war
Und trotzdem habe ich mich nochmal dazu entschieden, dort zu investieren, nachzukaufen größer, weil ich davon ausgegangen bin, die werden die Dividende schon irgendwie halten. Die Historie zeigt, das haben sie nicht getan. Man hat ja die Dividende um 66% gekürzt. Ja, und das ist dann halt einfach so. Und ich gehe schon davon aus, dass man zukünftig auch wieder die Dividende dann dafür steigern wird. Man möchte ja den Konzern komplett umstrukturieren, nachhaltiger machen und so weiter. Das würde jetzt den Rahmen des Videos sprengen. Aber trotzdem, das war damals eine Einschätzung von mir, die ich für mich getroffen habe. Und die ist so eben nicht eingetroffen. Und ich gehe auch davon aus, dass viele Menschen, die dort in Wirecard investiert waren, auch dieses Risiko gesehen haben. Es gibt Gerüchte, verschiedene Themen. Ja, aber meine Einschätzung ist, dass dieser Konzern doch sauber ist und deswegen investiere ich dort weiter. Und da ist niemandem einen Vorwurf zu machen. Und das ist eben, ja, Aktien oder generell Kapitalanlagen. Jeder Chance steht ein Risiko gegenüber. Und da muss man für sich selber abmünzen, bin ich bereit, dieses Risiko eben den Chancen gegenüberzustellen. Und auch bei Wirecard, wie gesagt, wenn das Testat einwandfrei erfolgt worden wäre, hätten alle gesagt, ja, wie blöd war man denn und hat nicht in Wirecard investiert. Ja, hinterher ist es immer schlauer, sich hinzustellen und zu sagen, das war aber klar. So klar war es einfach nicht. Auch wie gesagt, ich war zu keinem Zeitpunkt investiert, aber ich kenne viele Leute, die dort investiert waren. Und ja, shit happens und ich hoffe, dass die Portfolioposition nicht allzu groß war und trotzdem geht es eben weiter. Und ich wünsche mir einfach, dass es für viele Menschen kein zweites Telekom ist, die jetzt sagen, Aktien, ich habe schon immer gewusst, Teufelszeug, lege ich eben irgendwie zur Seite. Nein, es ist einfach wichtig, dass man zu jedem Zeitpunkt, auch wenn man erst anfängt, ein Portfolio aufzubauen, einfach diversifiziert. Und das kann man halt eben wunderbar, wie ich es ja mache, bei der Consorsbank über Sparpläne das ganze Thema betreiben. Oder man kann auch sagen, ich fange erstmal irgendwie, also Aktiensparpläne, ne, mit ETFs an und mache dann ETF-Sparplan, weil ein ETF ist ja, je nachdem, was für einer es ist, aber wenn es jetzt so ein klassischer MSCI World ist, da stecken ja unglaublich viele Unternehmen mit drinne und man kann auch ja mit 250 Euro diversifizieren und irgendwie 10 Titel kaufen oder 3 ETFs kaufen oder einen ETF kaufen und dann den Rest auf Einzelaktien machen und das dann irgendwie ein Stück weit gewichten. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, aber trotzdem ist es eben wichtig, nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Wie gesagt, mich würde es sehr, sehr interessieren, ob ihr dort investiert wart, ob ihr es ja für euch geschafft habt, dort rechtzeitig auszusteigen, ob ihr noch weiterhin drinne bleibt, wie ihr das ganze Thema verfolgt habt und wie sehr euch das ja auf eure Strategie blickend eben nochmal etwas verändert oder ob ihr weiterhin bei der Strategie bleibt, die ihr vorher gefahren seid. Ich für mich, also um jetzt nochmal auf mein Portfolio zu kommen, werde die Portfoliogrößen beziehungsweise die Prozentzahlen, die schwanken natürlich auch immer durch Kurse, aber das wird erstmal so bleiben. Und dadurch, dass ich ja jeden Monat mehr und mehr investiere, würden bei gleichbleibenden Kursen, würde sich das dann schon auch wieder so anpassen, dass im Prinzip alle großen Positionen ein Stück weit immer jeden Monat zurückgehen und dass der Kuchen oder der Kuchenanteil immer kleiner wird von den großen Positionen. Ich bleibe auch erstmal dabei, aber ich will wirklich nicht, dass es eine größere Position gibt, die irgendwie 15 oder 20% in meinem Portfolio ausmacht. Es sei denn, sie ist dann irgendwie organisch so gewachsen, weil die Aktie so krass durch die Decke gegangen ist. Das wäre dann für mich was anderes. Aber für mich jeden Monat die bewusste Portfolio oder meine Investitionsallokation dann eben so zu steuern, dass ich da nichts irgendwie großartig ja, überbewerte. Beziehungsweise Übergewichte. Das soll es zu diesem Thema tatsächlich von mir gewesen sein. Wie gesagt, schreibt es mir einfach in die Kommentare, würde mich immer oder wie immer natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mir ein Abo dalasst, freue ich mich natürlich auch. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Euer Sven.